Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute ein Modell da. Wir machen eine GL9-Modellage. Sie war schon mal Modell und das waren damals, ja, Pipes, würde ich sagen, ziemlich lang. Das Video ist bestimmt auch schon 2 Jahre alt oder so. Ein Jahr. Ne? Ein Jahr. Mhm. Und da waren 3D-Blumen drauf. Das waren somit meine ersten 3D-Blumen, die ich an einer Modellage gemacht habe. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Und heute machen wir uns das ein bisschen einfacher. Sie hat an sich richtig schöne Nägel, ja, schöne lange Finger, also beziehungsweise eigentlich recht kleine Hände, aber schon eher längere Finger, längeres Nagelbett. Und was ich hier jetzt mache, ganz einfach, sind die French Tips kleben. Die kennt ihr schon von mir. Ich habe sie jetzt auch mittlerweile in einer größeren Box. Ich hatte nur die 100er Box und jetzt habe ich auch die 250er Box. Und in der nächsten Zeit kommen auch die Nachfüllbeutel. Weil es sind meistens so 2 Größen, ich glaube, ich sag euch mal, welche das ist. Die bei mir am schnellsten leer geht, ist die Nummer 6. Weil das sind meistens Größen, die man für den Ringfinger und für den Zeigefinger nehmen kann. So sehen die aus. Das Schöne an den Tipps ist, die haben schon eine schöne Smileline. Sind natürlich weiß für einen French Look und die haben einen schönen Tunnel. Deswegen benutze ich die sehr gerne. Allerdings nur, wenn die Kundin auch ein bisschen längere Nägel hat, also ein längeres Nagelbett. Wenn es ein ganz kurzes ist und dann klebe ich da noch so einen French Tip drauf, also ich übertreibe es jetzt mal nur, um euch das zu zeigen, wenn ich den hier unten irgendwo drauf klebe und dann kürze und zum Schluss mehr weiß als Nagelbett habe, das sieht ganz merkwürdig aus, deswegen würde ich das nicht machen. Also das Verhältnis sollte schon stimmen. Dann ist das natürlich eine ganz einfache Form, um Nägel zu machen. Ich teste heute auch noch ein paar Sachen, die wahrscheinlich bald in den Shop wandern. Und ich benutze von Trendnails von der Hausmesse, da habe ich euch ja schon die ganze Nailart gezeigt. Viele haben mich angeschrieben und sagten, die finden die Nailart nicht. Ich habe Trendnails angeschrieben und es ist tatsächlich so, dass nach der Hausmesse fast alles ausverkauft war. Also ihr müsst das Ganze ein bisschen beobachten, wenn euch die Sachen interessieren. Müsst ihr immer mal wieder schauen, in den nächsten Tagen kommen die Produkte wieder rein. Das habe ich jetzt wirklich nicht gewusst. Und ja, ich kombiniere das Ganze. Es sollen wirklich so schöne Hochzeitsnägel werden, richtige Mädchennägel. Und ich würde auf jeden Fall diese rosanen Einleger nehmen, Perlen. Und diese finde ich richtig schön. Und wir legen direkt einmal los. Zuerst natürlich mit der Naturnagelvorbereitung. Und die mache ich mit der Schleifkappe. Das ist eine 240er Körnung. Und da könnt ihr ja direkt auf den Nagel gehen. Wir beginnen natürlich erstmal mit einem Pro-Pusher. Damit schiebe ich die Nagelhaut ein wenig zurück, beziehungsweise es geht mir nur darum, hier hinten den Nagelweil so ein bisschen zu lösen, ein bisschen nach hinten zu schieben. Es geht mir nicht darum, mit dem Pro-Pusher jetzt die Nagelhaut abzukratzen. Also bitte ganz leicht und ohne Druck. Nur ganz leicht. Das macht ihr an allen Nägeln. Und dann beginne ich schon mit der Schleifkappe. Niedrige Drehzahl. Also wirklich fast. Das ist wirklich ganz, ganz wenig und damit geht ihr über den Nagel. Ich gehe immer von rechts nach links und dann gehe ich auch ganz hinten entlang und kann die Nagelhaut, die auf der Nagelplatte sitzt, schön wegfräsen. Schön in die Seiten gehen. Ich ziehe auch die Haut weg. Es ist immer wichtig, dass ihr die Ränder schön ordentlich arbeitet. So. Und beim normalen Kunden, der jetzt keine Schwierigkeiten hat mit der Nagelhaut, reicht das auch aus. Also ich könnte jetzt direkt weitermachen mit Gel oder eventuell erstmal noch einen Haftvermittler auftragen und dann werdet ihr fertig. Wenn ihr natürlich jemanden habt, der vielleicht da ein bisschen mehr Probleme hat, dann könnt ihr noch weitere Bits benutzen. Wer möchte, kann zum Beispiel so einen Bit nehmen, der ist jetzt so ein Trendnetz, der rosane. Ihr könnt einen Diamantenbit nehmen oder auch andere und könnt dann nochmal entlang der Nagelhaut gehen. Also das mache ich dann wirklich bei Kunden, die eine sehr ausgeprägte Nagelhaut haben. Auch eine niedrige Drehzahl einstellen. Dann geht ihr einfach nochmal am Rand entlang und könnt da nochmal ein bisschen das Ganze säubern, nochmal die Nagelhautreste entfernen. So. Und dann sind wir auch schon fertig und dann könnt ihr einmal den Staub entfernen. So, und dann ist der Nagel vorbereitet und wir können den Tipp kleben. So, ich habe jetzt schon mal die Tipps geklebt. Ihr sucht euch natürlich den passenden Tipp aus. Wenn ihr einen Tipp habt, der zu groß ist, dann ein bisschen schmaler fallen. Der Tipp soll genauso breit sein wie der Naturnagel. Und es gibt keine Klebekante. Ich nehme natürlich wieder meinen Trendnails-Kleber im kleinen Fläschchen und gebe ein bisschen Kleber auf die Rückseite, bis in die Kanten rein.
Und ich klebe den Tipp schön gerade, aber auch ziemlich weit vorne am freien Nagelende. Weil je tiefer ihr den klebt, desto ja, kürzer wirkt der Nagel insgesamt. Das heißt, ich klebe ihn wirklich ziemlich weit oben und drücke jetzt noch einmal die Flügelchen nach, damit die schön anliegen. Also ich halte ihn immer erst gerade fest und drücke dann die Flügelchen nach. Das ist eigentlich immer gleich. Das mache ich immer an allen 10 Fingern und beginne dann den ersten zu kürzen. Dafür nehme ich einen normalen Tipcutter. So einmal. Mit einem Ruck. Ich lasse ihn immer ein bisschen kürzer erst. Ich feile den ja noch. So sieht das Ganze dann aus. Wir können auch noch ein kleines Stückchen kürzen. Und dann befeilt ihr ihn. Wichtig ist bei den French Tips, jetzt dürft ihr natürlich nicht mit einer Feile extrem über die Smileline gehen. Die soll uns ja erhalten bleiben. Ihr müsst jetzt nicht den Übergang verblenden und soll die Smileline ja wirklich so bleiben. Und da ist es dann wichtig, dass ihr den Tipp in Form feilt, dann aber auch nochmal anbuffert, weil sonst das Gel nicht richtig hält. Ihr könnt damit natürlich auch Acryl arbeiten, geht beides. Aber wenn ihr den Tipp nicht anfeilt und den so glänzend lasst, dann hält das Gel nicht. Das ist wirklich ganz wichtig, beachtet das. Ich kürze jetzt einmal alle Nägel, feile sie in Form und dann geht es auch schon mit dem Gel weiter. So, das Ganze ist befeilt, der Staub ist entfernt. Ich nehme wie immer Ultrabond, muss ich euch ja eigentlich gar nicht mehr sagen. Ist säurefrei, könnt ihr auch jetzt komplett auftragen. Oder nur auf den Naturnagel, je nachdem, als Haftvermittler. Und ich arbeite jetzt direkt mit meinem Aufbaugel Klar aus meinem Shop. Wird es jetzt auch in verschiedenen Größen geben. Ich habe ja 5 ml und 15, 30 ml Tiegel kommen jetzt dazu. Ihr könnt natürlich ein Haftgel gleich nochmal auftragen, aber ihr könnt auch direkt mit dem Fiberglasgel weiterarbeiten. Einige kommen nicht so gut damit klar, weil es ein bisschen fester ist und die haben Schwierigkeiten, das dünn als Haftschicht einzumassieren. Da ist es einfach wichtig, dass ihr einen Pinsel habt, der ein bisschen Spannung hat. Also jetzt nicht so extrem fluffig, weil das muss wirklich dünn eingearbeitet werden. So, der Ultrabond, der muss jetzt auch nicht irgendwie erst einziehen wie ein Primer. Ihr könnt direkt weiterarbeiten. So, ich arbeite mit meinem runden Platinumpinsel. Also ich mag einfach runde Pinsel. Ihr könnt den natürlich auch als Fullcover-Pinsel nehmen. Der müsste in den nächsten Tagen wieder im Online-Shop sein. Viele haben gefragt. Leider war er bei Trendnetz jetzt ausverkauft. Aber der kommt auf jeden Fall wieder in meinen Shop. Und ich benutze jetzt das, wie gesagt, das Fiberglasgel, das durchsichtige. Und ich nehme erstmal eine kleine Menge. Und ich fange mittig an am Nagel und ziehe mir das nach vorne hin und in einer kreisenden Bewegung das schön einarbeiten bis an die Grenzen des Naturnagels. Also viele fragen dann auch und sagen, ja, was läuft mir dann in den Rand? Ja, wenn ihr natürlich Gele habt, die extrem fließen, dann passiert euch das. Also es gibt Gele, die einfach mal total in die Ränder laufen und es gibt Gele, die tun es eben nicht. Und dazu gehören einfach mal die Gele, die hochwertiger sind. Und natürlich, wenn ich jetzt mit dem Pinsel richtig in den Rand fahre und aus Versehen den Rand berühre, natürlich fließt mir mein Gel dann auch da rein. Ich berühre nicht die Haut, ich arbeite einfach den kompletten Naturnagel aus, also wirklich ganz am Rand. Ich habe da nirgendwo irgendwie einen Millimeter oder anderthalb Millimeter Abstand. Und wenn das Ganze dann rauswächst, dann sieht es immer noch schön aus. Bei manchen Leuten ist es so, dass herausgewachsene Nägel ganz, ganz schrecklich aussehen, weil man dann sieht, dass die Ränder nicht ordentlich gearbeitet sind. Ganz, ganz dünn. Also als Haftschicht braucht ihr wirklich nicht viel. Das mache ich dann direkt an allen Nägeln, lasse es aushärten. Das Schöne an diesem Gel ist auch, es härtet in 30 Sekunden sogar schon unter LED. Ich teste im Moment die Röhren von Nicole Weiss, die LED-Röhren. Ich bin gleich auch mal gespannt. Die könnt ihr in eure ganz normale UV-Lampe reinmachen. Da wird es aber auch noch Videos zu geben. Und dann härten alle eure Gele, egal welches Gel ihr habt. Ihr braucht nicht mehr gucken, welche Marke. Die härten in ja, einer Minute, 30 Sekunden, je nachdem. Aber in einer Minute sind sie definitiv alle durchgehärtet. Das macht ihr jetzt erstmal an allen Nägeln. Ihr lasst die Schwitzschicht drauf, ganz wichtig. Die braucht ihr für die Haftung, für die nächste Schicht. Und dann benutzen wir gleich ein Covergel. So, ich finde, das sieht jetzt schon mal ganz schön aus. Also ich mag einfach normale French-Nägel. Ich finde, das sieht einfach immer gut aus. Das kann man immer tragen. Und jetzt benutze ich das Cover-Star-Gel. Das habe ich auch in meinem Shop. Ich habe es in zwei Farben, in Peach und Rosé. Peach ist einfach so ein ganz zarter, heller Ton. Finde ich auch schön, wenn man wirklich mal Hochzeitsnägel oder so macht. Und
Das mache ich euch einmal auf. Das ist ein standfestes Gel. Aber das klebt jetzt auch nicht. Also das lässt sich leicht verarbeiten. Also so sieht's aus. Also ihr seht wirklich ein ganz zarter Ton. Und das ist eben so ein bisschen puddingartig. Aber jetzt auch nicht so, dass man den Pinsel da gar nicht reinkriegt. Also das ist irgendwie leicht zu verarbeiten und trotzdem standfest. Ist schön, wenn ihr euch eine Smileline vorformen wollt. Ihr könnt das auch direkt für den kompletten Aufbau benutzen. Es verläuft euch nicht. Und ich habe diese Coverstar-Gele ja auch von Nails.de. Ich habe die in zwei Größen bei mir. Nails.de hat aber noch viel mehr Farben. Und das ist halt das Schöne, dass man dann wirklich für jeden was dabei hat. Das sind für mich einfach zwei Farben. Rosé geht eigentlich an jedem Kunden. Und das ist wirklich so ein ganz heller Ton. Den finde ich wunderschön. Und ihr seht, ich trage es jetzt im Nagelbettbereich auf und schiebe es mir an die Smileline heran. Ich möchte nur, dass im Prinzip an der Smileline der Naturnagel nicht durchscheinen kann, wenn das Ganze rauswächst. Bitte nicht über die Smileline hinaus, weil wir wollen ja auch eine schöne Smileline beibehalten, sonst hätten wir uns den Tipp nicht kleben müssen. Und ich finde, das passt sich dem Naturnagel schön an, das ist jetzt nicht so mega auffällig. Ihr seht, mein Modell hat einen sehr ausgeprägten Halbmond, die sogenannte Lunula. Ich arbeite auch hier ganz an den Rand. Und ich werde das so auftragen, dass ich den Halbmond zwar ein bisschen abdecke, aber jetzt auch nicht komplett verdecke, weil ich finde das immer schön, wenn der dann noch so ein bisschen durchscheint. Ist aber Geschmackssache. Also ich finde das dann immer schöner, wenn der ein bisschen durchscheint. Deswegen trage ich das hinten auch nicht ganz so dick auf. Also wirklich nur auslaufen lassen. Und die Deckkraft, die brauchen wir ja wirklich nur an der Smileline, die starke Deckkraft. Hier schön an den Rand arbeiten und ihr seht, das ist wirklich ein ganz zarter Ton, ohne Glitzer, ohne Schimmer. Mit der Pinselspitze kann man sich das so ein bisschen glatt ziehen, aber das ist wirklich leicht zu verarbeiten. Das ist jetzt kein Streichgel, sondern eher so ein Modelliergel. Und ihr könntet, wie gesagt, wenn ihr Kunden habt, die eine Naturnagelverstärkung haben wollen, könnt ihr damit auch direkt den Aufbau modellieren, das geht auch. So, könnt ihr die Smileline noch mal ein bisschen korrigieren und dann geht's ab in die Lampe. So, das Cover ist aufgetragen. Ich nehme jetzt hier meinen neuen kleinen Pinsel von Nail Expert. Das ist der Nuller, der ganz kleine, ist jetzt auch ganz neu bei mir. Und jetzt ist es endlich soweit, das habe ich jetzt auch bei mir im Shop von Trend Nails, Champagner Glitter. Ist durch die Wärme ein bisschen ausgelaufen. Das ist einfach ein Gel, damit arbeite ich ganz viel. Sei es Full Cover, sei es irgendwie kleine Verzierungen, das geht damit wirklich schön und ich nehme jetzt einfach den dünnen Pinsel und gehe, da darf die Kunde nicht wackeln, gehe an der Smileline entlang. Ihr könnt euch eine dünne Linie machen, das finde ich auch immer schön. Ihr könnt das natürlich auch so ein bisschen auslaufen lassen. Ich mache das jetzt unter dem Aufbau. Ihr könnt dieses Gel, weil das sehr feiner Glitzer ist, auch über dem Aufbau auftragen. Das ist gar kein Problem. Also wie gesagt, ihr könnt so eine Linie machen oder was ich auch immer schön finde, wenn man das so ein bisschen nach vorne auslaufen lässt, so ganz leicht. Hat man zwar noch irgendwo schon noch einen klassischen French Look meiner Meinung nach, aber doch so ein bisschen aufgepimpt. Und es ist super einfach. Also ich versuche euch ja oft Sachen zu zeigen, die leicht sind, die schön aussehen, aber leicht umzusetzen. Weil ich kann nachfühlen mit jedem, der nicht so Nail Art begabt ist. Und da suche ich mir natürlich auch immer andere Möglichkeiten. So sieht das jetzt einmal aus. Ich hoffe, ihr seht es später ein bisschen besser, weil das mit dem Licht hier immer ein bisschen schwierig ist. Das könnt ihr jetzt natürlich an einzelnen Nägeln machen oder an allen. Ich überlege mir das noch, aushärten lassen und dann machen wir mit dem Aufbau weiter. So, für den Aufbau nehme ich jetzt wieder das Fiberglas-Gel und ich werde es pinschen. Ihr könnt das Gel nach ungefähr 15 bis 20 Sekunden pinschen. Kommt jetzt natürlich drauf an, ich habe ja jetzt hier die LED-Röhren drin, da muss ich wahrscheinlich schon nach 10 Sekunden pinschen. Ihr müsst es immer ausprobieren, je nachdem welches Gel ihr habt. Dieses Fiberglas-Gel ist schön standfest, es zieht sich aber auch glatt. Das ist das Schöne, also wenn ihr das ordentlich auftragt, dann zieht es sich wirklich sehr schön glatt. Dadurch, dass es ein Fiberglas-Gel ist, braucht ihr auch nicht viel.
Man braucht nicht so einen mega dicken Aufbau machen. Das ist immer das Schöne. Und die Nägel sind ja auch jetzt nicht so lang. Also ist immer so, man muss schon die richtige Menge nehmen an Gel. Und wenn man das ganz ordentlich aufträgt, dann sehen die Nägel sowieso nicht dick aus. Also ich werde auch ständig gefragt, ob meine Nägel oder beziehungsweise es wird angemerkt, dass die ja sehr dünn sind und ob die nicht zu dünn sind. Die sind eigentlich gar nicht so dünn, also wenn man sich die Nägel mal ganz genau anguckt. Aber wenn ihr den Aufbau schön setzt und das Ganze ordentlich befeilt, dann sehen Nägel einfach nicht dick aus. Trotzdem ist es so, man muss hier jetzt nicht so extrem viel machen. Ich arbeite New Style, das heißt, mein höchster Punkt wird im hinteren Drittel sein und soll dann gerade rausgehen, der Nagel sozusagen. Und ich versuche das natürlich so schon zu modellieren. So, ich streife mir jetzt hier mal was an der Spitze ab. Und mit der Pinselspitze verbinde ich das. Ich sag mal so, wenn ich nicht filme, geht das natürlich deutlich schneller. Für mich ist es immer schwierig. Ich habe die Kamera direkt vor der Nase stehen. Und dann dauert das. Also im Studioalltag geht das natürlich viel, viel schneller. Ich versuche mir das Gel schon so glatt zu ziehen, dass ich möglichst wenig Feilarbeit habe. Ich gucke immer aus allen Perspektiven, dass das schon mal einigermaßen die richtige Form hat. Ich gucke auch mal von vorne in den Tunnel. Ist jetzt schon einigermaßen glatt. Jetzt geht es in die Lampe. Also ich gucke jetzt mal 10 Sekunden ungefähr. Und dann nehme ich meine durchsichtige Pinchklemme. Durchsichtig deswegen, damit das Licht durchkommt. Das ist immer ganz wichtig. Okay, einmal hergeben zum Testen. Also immer kurz raus, ausprobieren. Im Werkzeug, ja, ist jetzt schon hart genug. Warum pinche ich? Hat mehrere Gründe. Für mich ist immer wichtig, also der Nagel hat ja schon einen Tunnel. Ich pinche jetzt nicht für den Tunnel. Ich pinche einfach dafür, dass ich parallele Seitenlinien habe, dass der Nagel wirklich von oben betrachtet richtig schön schmal aussieht. Das macht viel für die Statik, verhindert auch Liftings, wenn ihr das richtig macht und gibt dem Nagel einfach eine schöne Stabilität. Sieht einfach viel eleganter aus. Dafür zieht ihr die Nagelhaut weg. Ganz wichtig. Setzt die Klemme, also so zwei Drittel, drückt sie zusammen. Mit Gefühl, ich merke, also man merkt das auch, wenn es warm draußen ist, dann merkt eine Kundin das etwas mehr. So, und dann härtet ihr das Ganze aus. Also immer in Kommunikation mit der Kundin bleiben. Wir wollen ihr nicht wehtun, wir wollen einfach den Nagel schön machen. Und deswegen, also nicht einfach blind losdrücken. Hier habe ich schon gepinscht. Ihr seht, das Gel ist schön glatt und wenn ich den dann noch befeile, dann hat er wirklich eine sehr schöne Form. Ja, das mache ich jetzt einfach an allen Nägeln und dann muss ich auch fast gar nicht mehr feilen. Also da ist jetzt echt nicht mehr viel und dann können wir auch gleich schon mit dem Design weitermachen. So, ich habe die Nägel befeilt und zwar teste ich im Moment von Nicole Weiß Fingerspitzengefühl ihre Wechselfeilen. Ich bin wirklich kein Fan von Wechselfeilen, sage ich euch ganz klar. Aber die gefällt mir echt gut. Also ist es ungewohnt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich langfristig was für mich ist. Die hat das Material jetzt sehr gut runtergenommen und ich habe jetzt auch den Buffer genommen. Sie hat diese lilanen da und ja, gefällt mir auch ganz gut. Ich mag diese Bufferblöcke. So, dann habe ich den Staub entfernt und jetzt nehme ich wieder Ultrabond. Ihr wisst das ja, ich trage den gerne nochmal am Rand auf oder falls ihr jetzt wirklich Bläschen habt in der Modellage, weil ihr vielleicht ein bisschen Luft eingearbeitet habt oder im Gel so ein bisschen zu sehr gerührt habt, da gibt es ja auch mehrere Gründe, dann könnt ihr den jetzt auftragen und dann sind die nicht mehr sichtbar. So, was nehme ich jetzt zum Versiegeln? Ich will einen Versiegler mit Schwitzschicht, deswegen nehme ich jetzt Base & Top von Trend Nails, den nehme ich ja super gerne und dann versiegle ich die Nägel einmal. Der Versiegler ist recht flüssig, deswegen auch nicht zu viel nehmen. Ich mag es einfach, wenn Versiegler im Fläschchen sind. Also ich bin da ein bisschen faul, ehrlich gesagt. Ich habe ja auch noch einen anderen im Shop, aber ich muss ehrlich sagen, ich nehme dann meistens den oder den jetzt ohne Schwitzschicht von Nail Creator, weil ich das einfach so praktisch finde, dass da direkt ein Pinselchen bei ist. Ich mag ja den ohne Schwitzschicht, den Quick Finish von Nail Creator sehr, sehr gerne. Allerdings möchte ich jetzt Strasssteinchen gleich kleben und die Nailart und dann solltet ihr Versiegler mit Schwitzschicht nehmen. Das hält dann wirklich deutlich besser. Dann trocknet der Kleber viel besser drauf.
versiegelt die jetzt erstmal, lasst das Ganze aushärten, dann könnt ihr die Schwitzschicht einmal runternehmen und dann kleben wir die Steinchen. So, wir haben die Nail Art schon mal draufgeklebt. Es ist ja keine Kunst. Ich habe euch ja das Video zu meinen hier Jeansnägeln gemacht und ich habe die im Prinzip jetzt wirklich nur geklebt. Das ist jetzt der gleiche Einleger, den ich hier auch habe, nur in rosa. Da nochmal ein Steinchen drauf. Ich habe Perlen drin, ich habe irisierende Swarovskis, klein und groß. Ich habe goldene Perlen und das einfach willkürlich geklebt. Ich habe wieder den Tippkleber dafür genommen. Und ja, so sieht das Ganze aus. Wenn ihr das natürlich am Kunden macht, also ich finde, es dauert schon so ein bisschen. Deswegen muss man das auch beachten, weil die Nail Art auch ein bisschen teurer ist mit den Swarovskis, dass man das den Kunden dann natürlich auch klar machen muss und das dann dementsprechend auch in Rechnung stellt. Aber trotzdem ist es leicht nachzumachen. Also für all diejenigen, die nicht so Nail Art begabt sind, ist wirklich eine leichte Variante. Auf dem Finger haben wir das ein bisschen anders gemacht, einfach um euch mal zu zeigen, was man machen kann. Hier habe ich diesen Ring genommen von Trend Nails, auch nochmal ein Steinchen rein, hier wieder Perlen. Und ihr seht, also man kann natürlich machen, worauf man Lust hat. Ich werde demnächst nochmal andere Sachen machen, wenn ich auch mal längere Nägel mache. Ja, da gibt es einfach viele, viele Möglichkeiten. Es macht einfach Spaß. Es sieht edel aus. Ich finde, French geht sowieso immer. Ihr seht, ihr habt eine schöne Smile-Line und ein bisschen rumgespielt und schon sehen die Nägel wirklich schön aus. Hier könnt ihr sie beide nochmal sehen. Ganz einfach nachzumachen. Genau, und wie gesagt, wenn euch die Nail Art von Trend Nails interessiert, müsst ihr einfach mal jetzt beobachten, wann Trend Nails sie wieder drin hat. Müsste in den nächsten Tagen eigentlich soweit sein und könnt ihr einfach mal schauen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich werde euch die Produkte verlinken und die Feilschritte, die habe ich jetzt übersprungen. Da habe ich auch schon ein Video zu gemacht, das kann ich euch auch nochmal verlinken. Da muss ich das nicht immer wiederholen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!